Was für ein Tag heute. Sonne, Wolken, Wind und dazwischen immer wieder Regen. Da sind wir. Schönen guten Abend und schön, dass Sie da sind. Mehr zum Wetter und wen es da heute nach draußen gezogen hat, dazu dann später mehr in der Sendung. Erstmal möchte ich Sie fragen, wie geht es Ihnen? Um diese Frage dreht es sich nämlich heute im WDR an unserem Thementag. Mehr als ein Jahr Pandemie, das kann ganz schön aufs Gemüt schlagen. Es ist aber auch okay, wenn es das tut, sagt Leon Windscheid, Psychologe und Podcaster beim WDR. Und auch wenn die letzten Monate vielen von Ihnen mit Sicherheit einiges abverlangt haben, stressig waren, deprimierend, mitunter auch beängstigend, gibt es vielleicht auch etwas, auf das Sie stolz sind. Ein Jahr Corona, worauf seid ihr stolz? Mit dieser Frage sind wir rausgegangen auf die Straße in Düsseldorf. Und wir machen weiter mit einem Ehepaar, das auch stolz auf sich ist. Die von Wikis haben die Pandemiezeit gut genutzt. Sie haben nämlich einen Van zum Wohnmobil ausgebaut, in Eigenregie. Schon mal Hut ab vor dieser Leistung. Und das Paar lebt in Düsseldorf-Flehe und dort ist jetzt, wie man sieht, unser Reporter Thorsten Lenze. Thorsten, du stehst schon vor dem guten Schätzchen, ne? Nimm uns doch mal mit rein und verrate uns, wie man sowas selber hinbekommt. Super, da schauen wir mal optimistisch in die Zukunft und jetzt schauen wir erstmal auf die aktuellen Corona-Zahlen. In Krefeld sind aktuell 6 infiziert, die Inzidenz sinkt von 109 auf 103. Ja, die Corona-Zahlen sind zwar rückläufig, auf den Intensivstationen ist die Lage aber immer noch angespannt. Im Düsseldorfer Sozial- und Gesundheitsausschuss wurde heute ein Prognosetool vorgestellt, das die Lage auf den Intensivstationen relativ genau vorhersagen soll. Pilot, das war ja bisher ein Traumberuf für viele junge Menschen, bis Corona kam. Seitdem steckt die Luftfahrt in der größten Krise ihrer Geschichte. Trotzdem geht man davon aus, dass Pilotinnen und Piloten bald wieder viel zu tun haben. Und seit einigen Wochen sind auch die Flugschulen wieder geöffnet, zum Beispiel die RWL German Flight Academy in Mönchengladbach. An einer der größten Flugschulen Deutschlands wird unter Corona-Schutzmaßnahmen fliegen gelernt. Im Kreis Viersen wurde jetzt die höchst ansteckende Hasenpest nachgewiesen, und zwar in Kempen und Süchteln. Auch im Kreis Mettmann gab es bereits einen Fall. Wo in unserer Region sagt man Plümo, wo sagt man stattdessen Oberbett? Wo spricht man von einer Stulle und wo ist es die Knifte? Wenn es jemand weiß, dann der Sprachforscher Georg Cornelissen. Viele von Ihnen kennen ihn bestimmt. Der Mann hat sich 36 Jahre lang hauptberuflich mit alten Dialekten, regionalen Umgangssprachen und ihrer Entwicklung beschäftigt und viele Interviews gegeben. Jetzt geht er tatsächlich in den Ruhestand. Aber ich sage jetzt nicht tschö, sondern ich sage herzlich willkommen, Dr. Georg Cornelissen. Schön, dass Sie da sind. Oh, mal knacke, sag mal was. Okay. Sehr gemut, ja. Okay. Gut, lassen Sie uns mit Hochdeutsch weitermachen, ja. Sonst bin ich nämlich überfordert. Ja. Hören Sie eigentlich sofort, woher Ihr Gegenüber kommt? Also hören Sie das bei mir sofort? Ein kleines Reststück vom alten Dialekt oder vom richtigen Regiolekt. Er ist Mecklenburg-Vorpommern, aber ja, okay. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Ja. Dat und Wat, eine Art Sprachatlas. Darin sind also Landkarten, wo man dann genau sieht, wie ein Begriff wo ausgesprochen wird. Lassen Sie uns doch mal zum Beispiel Stulle und Knifte kommen. Wo sagt man was? Wie solche fremden Wörter sich so langsam... Aus Düsseldorf, und der sagt immer, das heißt hier Kärfte. Aber da habe ich gesagt, nee, das ist doch was anderes, oder? Kärfte? Ja. Gut. Fragen Sie mich doch nach Butterram oder Dubbel oder Büterken. Oder nach Pantoffel. Ja, okay. Für Pantoffeln? Die Jüngeren, manche kennen es auch. Die kommen ja aus Hamburg oder irgendwo her, also aus Norddeutschland. Mhm. Und die schleichen sich, sie zu erforschen. Mhm. Aber wenn dann ein älterer Mensch vor mir sitzt und wirklich traurig ist, und 30 Jahre war ich in dieser Zeit als Antifisematentenforscher unterwegs und habe den Leuten... Dann wissen wir das jetzt. Herzlichen Dank, Herr Cornelissen, dass Sie hier waren. Alles Gute für Ihren Ruhestand. Ich bin mir aber sicher, wir werden noch von Ihnen hören. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Dankeschön. Danke. Ja, was war das für ein Tag heute? Ein wilder Mix aus Sonne, Wolken, Wind und Sturm und immer wieder ordentlich Regen. Während die meisten, wenn möglich, schnell nach drinnen geflüchtet sind, hat Andreas Franken genau das Gegenteil gemacht. Der Fotograf aus Erkrath wollte bei diesem Wetter unbedingt raus. Ja, dann wird er sich auch über das Wetter morgen freuen, denn das bleibt wechselhaft und so geht's weiter. Ich war mit bis zu 27 Grad. Ich verabschiede mich ganz nieder, rheinisch auf glatt mit Schö, mit 3 Ö und jetzt die Tagesschau.